Hallo, liebe Leute, ich bin's, euer Venjen. Ich habe leider keine Zeit, ein richtig tolles Video aus dieser Ankündigung zu machen, aber ich möchte euch dennoch auf ein tolles Programm am Montag, den 14. Mai 2012, hinweisen. Denn da startet unser Diablo 3 Countdown. Ab 22 Uhr geht's also los hier auf Venjen EU mit unserem Stream zu Diablo 3, bei dem ja, wir eine Menge geplant haben. Also ich denke, unser Programm kann sich wirklich sehen lassen. Zum einen haben wir einen Live-Call zu dem Event in Berlin. Da ist ja ein Event, was stattfindet von Blizzard, was veranstaltet wird eben von Blizzard. Und da haben wir jemanden vor Ort, den wir auch dazu schalten werden, vielleicht auch mit Video, das müssen wir mal testen. Aber der wird auf jeden Fall uns erzählen, was ist da los, was machen die Leute da vor Ort, etc. Dann gibt es ja das Bestreben von vielen Leuten, das World First im Inferno-Modus zu schaffen. Und da beginnen einige Projekte. Ein sehr, sehr vielversprechendes Projekt von der Gilde Method und d3experts.com haben wir uns unter die Lupe genommen und dort zwei Gäste eingeladen. Also es werden zwei Gäste von Method vor Ort sein in der Sendung und uns erzählen, was sie so planen, was sie da vorhaben und wer vielleicht ihre stärksten Konkurrenten sind. Ja, dann geht es mal so ein paar generelle Fragen. Was ist denn besser in Diablo 3, alleine zu leveln oder in einer Gruppe? Und wie oft muss man das überhaupt durchspielen, um Max-Level zu erreichen? Und was macht man danach, wenn man das Max-Level erreicht hat? Das sind so ein paar interessante Themen. Genauso, was ist das Auktionshaus? Startet ihr eine Woche später? Und wie geht's damit weiter? Das ist unser nächstes Thema. Dann außerdem soll ja PvP Arena in Anführungsstrichen in Diablo 3 eingeführt werden. Und da ist natürlich dann die Frage, was wird das Ganze werden? Wann kommt das? Wieso kommt es nicht mit dem Release? Gleiches gilt für Gilden, ja. Und dem Thema widmen wir uns dann ebenfalls. Außerdem haben wir ein mega, und ich meine wirklich mega Gewinnspiel, weil es halt eine wirklich coole Sache ist, gerade für Diablo 3 Fans. Also nicht einfach für ja, jedermann, sondern für Diablo 3 Fans ist dieses Gewinnspiel äußerst interessant, was ich ab 0:01 ankündigen kann. Und das wird dann richtig groß und startet auch da. Freue ich mich schon drauf und ihr solltet auf jeden Fall teilnehmen. Ebenfalls ab 0:01 werden wir natürlich auch live zocken, so dass ihr mit uns schauen könnt, was kommt nach dem Skelettkönig. Barlow wird definitiv dabei sein und mit zocken. Eine ganze Weile wahrscheinlich auch Drunken, aber der muss ja am anderen Tag arbeiten. Die beiden werden überhaupt zusammen mit mir durch diese Sendung führen und zusätzlich eben teilweise noch unsere Gäste, unsere Experten von Venue EU etc. Also Montag ab 22 Uhr der Diablo 3 Countdown auf venue.eu. Ich würde euch raten, verpasst ihn nicht, schaut rein, es wird ein lustiges Event werden und es wird Spaß machen, das Ganze mit Barlow und Runken natürlich zu realisieren. Ich freue mich schon tierisch drauf, ich hoffe ihr auch und ihr seid dabei. Montag, 14.05. ab 22 Uhr www.venian.eu. Bis dann.